Aber geil doch. Und da. Festhalten bitte. Oh. Die sind alle mitgefahren. Waren aber viele. Oh, oh, und fahren in die falsche Richtung. Perfekt. Nächste Haltestelle, Landbrandweg. Und fahren noch die falsche Stelle ein. Das ist auch gut, ne? Fängt doch wieder gut an heute alles. Nächste Haltestelle, Landbrandweg. Slalom, Baby, Slalom. Da will keiner. Kann man weiter düsen. Achso, die vielleicht, wo später vielleicht nicht da sind. Heute Abend, wie gesagt, findet noch ein ACC-Training statt. Hot Lab auf, für das Community-Rennen, was jetzt am Samstag stattfindet. Bei Huma. Geht wieder um 19 Uhr los. Und... Nächste Haltestelle, Feldweg. Aha. Wer was lernen möchte, ich als Newbie, das sind immer die Besten. Die können fast nämlich fast gar nichts. Nein, die Strecke fährt nämlich in dem... Wir fahren nämlich in Sanford und Sanford hat eine Rundzeit, wo ich knacken muss, 1,40. Das ist das Ziel. Und das wird sehr interessant, das kann ich euch versprechen. Hoppala. Ich weiß ja nicht, ob das so gut ist, wenn Justin den Anteil auf 85 hochschraubt. Ich meine, der Betrieb hat doch überlebt. Aber ich weiß nicht, ob er da mit 85 da hoch brettern soll. Hm. Und ich bin kein Fan von. Weil das heißt, wir haben jetzt Hohenkirchen, ich weiß gar nicht, was doch die Karte... Ich weiß, dass meine 38, also fast 30.000 kostet, so. Und da wir jetzt noch wieder 20.000 auf Reserve haben, ich lieber die Reserve für das nächste Jahr mit oder nächsten Monat mitnehmen würde. Und dann immer so weiter aufstocken. So finanzierst du quasi dann deine Busse. Von Hohenkirchen, der Iveco, ist nicht schlecht. Wie gesagt, ich bin noch kein Iveco gefahren. Mich interessieren mehr die Fahrzeuge als die Karten. Aber trotzdem will ich sie fahren. Oh, das ist böse. Deswegen... 12.000 Euro, die wir heute einfahren wollen, ja, die müssen kommen. Das heißt, es sind halt schon ein paar Touren, ein paar Aufnahmen. Ja, in dem Fall. Da haben wir wieder was Gutes geleistet. Ah, welcher Bekloppte stellt sich denn da wieder hin, ey. Na toll, Hauptsache kein Nummernschild drin. Der ist gut. Moin, moin. Morning. Morgen. Zone A, please. Ja. Wenigstens hat es aufgehört zu regnen. Nächste Haltestelle, Gerbesfeld. Jo. So, und falls ihr gerne noch mitfahren möchtet bei der RSG, wir suchen immer gerne noch Fahrer.
Lust und Laune Spaß haben. Hallo? Dann seid ihr gerne recht herzlich eingeladen. Nächste Haltestelle, Horneburg. Auf jeden Fall. Ah, schon mal Glück gehabt, mein Freund. Schalt doch, schalt. Meine Lieben, habt ihr denn irgendwelche Fragen, was ihr gerne wissen wollt? Weil wie gesagt, bevor ich nämlich gleich jetzt das nächste Thema anschneide, das wird nämlich dann jetzt ein bisschen trocken. Nächste Haltestelle, Mattenburg. Weil es hat nämlich auch mit nächster Woche zu tun, oder wie gesagt mit der ETS-2-Woche, auch dann halt nicht. Das wird nämlich gut morgen. Wird nämlich auch eine interessante Sache. So. So. Wir hatten uns ja mal unterhalten. Im Stream habe ich es zumindest mal erwähnt. Nächste Haltestelle: Höhenkopf. Umsteigemöglichkeit in die S-Bahn-Linie S1. Dass wir gerne mal Baumaschinen fahren. Oder Baumaschinen besser transportieren. Ne? Muss ja kein Spezialtransport sein, aber für die Leute, die sich da gerne interessieren. Und ich habe mir da mal die Mühe gemacht, bei SCS mal im Forum mal den Ort zu suchen, wo das Ganze ein bisschen, ja, was soll man sagen, wo es ist. Ich habe es gefunden und da werden wir auch mal mit dem Mercedes mal dahin fahren. Hoppala. Ja, gerne doch. Und wenn uns mal die Stelle da angucken, also irgendwo wieder in Spanien, war am Ort da unten. Und mal gucken mal, was wir mit denen aushandeln können. Vor allem würde mich da unten die Auftragslage einfach mal interessieren. Weil ich denke einfach, naja, Porsche Scania, der hat mehr als 660 PS, ne? Spezialtransport. Jo, Manfred, spuck mal den Kaffee. Achso, da will ich auch noch rein. Und jo. Wer da Interesse hat. Nächste Haltestelle, Druckenberg. Guten Morgen. Moin. Hallo. Jawoll. Guten Morgen. So, und für die jetzt alle, die eingeschaltet haben, auch erstmal einen schönen guten Morgen, einen schönen Tag der Deutschen Einheit. Zacka. Ich wünsche euch einen schönen Feiertag. Schön, dass ihr da seid. Ja.
sind gerade für die rein Silbergold unterwegs. Noch für Ruhrgebiet. Nächste Haltestelle, Nagmannsweg. Bum bum. Eine Minute können wir noch kurz warten. Ich trinke gerade so viel Kaffee, aber egal. Ich brauche das flüssige Gold. Ja, perfekt. Sind wir wieder in der Zeit. So. Da wollen wir mal gucken. Weil ich hoffe, dass ich... Immer muss der mir dazwischen babbeln, ey. Dieses krasse System da. Irgendwann knipse ich dem die Box aus. Nächste Haltestelle. Umbaustraße. Aber ich muss sagen, selbst wenn der Betrieb 84% bekommt, habe ich genug auf dem Konto. Um ein Level höher zu kommen. Nächste Haltestelle, Halfmannsweg. Fängt ja gut an, wenn ich die Fahrgäste nicht einsteigen lassen will. So. Und Kirchen, wir kommen, dürfte auch nicht mehr so lang sein. Nächste Haltestelle, Wirkostraße. Ah, dauert noch ein bisschen. Oh ne. Da sind wir schon. Ja, wenn wir schon Gelsenkirchen Hospital sind, darf man nicht weit vom Hauptbahnhof sein. Das gefällt mir. Das ist wirklich gut.
So, denn unsere Spedition wird nämlich auch noch was Tolles machen. Und zwar werden wir uns da noch ein bisschen was erweitern. Aber erst machen wir mal das mit dem LS. Na komm, fahr! Auf was wartest du? Nächste Haltestelle, Wirkostraße. Nächste Haltestelle, Marienhospital Gelsenkirchen. So, das muss hier ein bisschen zügig gehen. Da vorne ist nämlich schon eine Schranke. Wenn die unten ist. Moin, moin. Moin, moin. Guten Tag. Moin. Abfahrt. Junge, wie weit muss ich denn da vorfahren, ey? Alter Falter. Nächste Haltestelle, Junkerweg. Mann, Mann, Mann. Aber immer wieder faszinierend, diese Strecke. Aber ich bin mal gespannt, was wir in Hohenkirchen gleich mal für... Also wir fahren beides, sowohl Solo als auch gelenkt, ne? Das sind ja zwei Touren. Schauen wir mal. Moin. Hi. Jawohl. Nächste Haltestelle, Rheinelbe Straße. Ach, verdammt. Ach, du bist so ein schlechter Busfahrer heute Morgen. Komisch, dass sie nicht sagen, du dicker, fetter Busfahrer. So wie die letzten Tage. Jo, was geht? Das kommt nämlich immer von ihr.
die 380, heute 389, ist nämlich einer der entspanntesten Linien. Oder zwar viel Geld bekomme ich, nächste aber. Nächste Haltestelle, ja. Neustartplatz. Aber du auch fahren können musst. Fahren können musst, fahren man kannst. Nicht können. Könnte man viel. Nächste Haltestelle, Gelsenkirchen Hauptbahnhof. Jawohl. Die Linie endet hier. Auf jeden Fall. So, damit wäre die Aufnahme auch im Kasten. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Gerne auch wieder beim nächsten Mal dabei sein. Ein Like da lassen. So. So machen wir das bei der RSG. Gechillt, locker, Clubmix dran. Et gut beicht. So. Bitte Ampelschalt um, ich will endlich mal vor den Kirchen fahren. Dankeschön, willkommen. Wie gesagt, das ist jetzt, ist ja jetzt bei nur eine erste Aufnahme, ne? Also. Ein Lieber. Schön, dass du da bist, auf jeden Fall. Bin gleich da, Moment. Nugget, moin, mein Lieber. What geht? Ohoho! Dankeschön. Mit Prime sogar, mein Freund. Ja, da viel Spaß bei dir mit den Emotes. Vielen, vielen Dank für deinen Support. Nice. Oh, und Speedy. Ja, die schläft leider noch, mein Lieber. Aber auch schön, dass du da bist. Leute, erstmal wünsche ich euch einen schönen Feiertag. Ich hoffe, ihr habt ausgeschlafen. Ich hoffe, dass ihr auch einen guten Kaffee getrunken habt, nicht so wie ich. Da ist nämlich heute Morgen der Filter kaputt gegangen. So. Erstmal machen wir nochmal einen schönen Screenshot. Paparazzi-Bild. Wo ist mein Busfahrer hin? So.